Zuerst sieht man die Bioräume. Davon haben wir ein paar. Da oben hat man einen der drei Hörsäle, und zwar den Biologiehörsaal. Hier rechts sieht man das Lehrerzimmer für die Naturwissenschaften. Da sind Materialien für Experimente drin oder die Lehrer sind dann einfach in der Pause und haben den Ein- und Auf. Hier kommen wir in den Bereich der Chemie. Wir haben einen Übergangsraum, der ist sowohl für die Bio- als auch für die Chemie zuständig. Wir kommen jetzt in einen von zwei Chemielaboren. Wir gucken uns jetzt erstmal den hier an. Mehrere Utensilien, mehrere Kolben. Hier sind unsere Experimentplätze. Natürlich haben wir hier auch wieder Wasser- und Gashähne. Und hier ist eine Dunstabzugsfolge. Hier können auch nochmal Experimente gemacht werden. Das hier ist jetzt ein klassischer Chemieraum. Hier hat man wieder eine Dunstabzugsfolge und ganz viel Technik. Jetzt gehen wir mal in das zweite Labor. Das ist direkt nebenan. Hier sieht man auch schon kleine Unterschiede. Man hat andere Materialien, immer noch hauptsächlich dieselben. Für Experimente braucht man natürlich auch Gemische und Materialien. Jetzt gehen wir mal in die Sammlung rein, in der alle chemischen Stoffe drin sind. Und direkt nebenan haben wir unseren Chemie-LK-Raum. Hier ist ein Kreuz. Ja, was ist denn das vielleicht? Mit dem Modell. Valentin? Also wir sind ein Orbitalmodell mit verschiedenen Atomschalen dargestellt in dem Orbitalmodell halt als Wolken. Ja. Zuletzt haben wir noch die Physikräume. Unser letzter Fachbereich der Naturwissenschaften. Das ist dieser Gang hier entlang und hinten haben wir dann nochmal einen Physikhörsaal. Rechts sieht man wieder einen anderen Eingang der Sammlung. Ja, und dann sind wir auch durch.